Guten Morgen, liebe YouTuber. Ich hatte ein paar Wochen Pause und heute habe ich mal wieder so ein richtig tolles Thema mit Pfingstrosen. Ich soll euch das mal zeigen. Dieser tolle Strauß, der geht gleich an den Empfänger in diesem tollen Haus hinter mir. Hier gibt es so schöne Locations im Taunus. Ich hatte ein bisschen Sendepause. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, ich war im Urlaub und ich bin umgeknickt und gefallen. Ich musste einfach so ein bisschen mal ein kleines Break haben. Ich habe meinen Fuß ist leider Gottes auch immer noch, der andere, der war lang geschwollen und ich musste mich einfach ein bisschen erholen. Und dazu kam natürlich auch, wir haben jetzt wieder Feiern und es gibt wieder Veranstaltungen, Hochzeiten. Und das alles zusammen hat bewirkt, dass ich einfach mal ein paar Tage Pause gemacht habe. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich habe das einfach gebraucht. Also es ist eigentlich alles okay, aber ich konnte einfach nicht so durchmachen, weil es ist unheimlich viel Zeit, die ich immer so brauche für die Videos. Ich drehe die und ich brauche für jedes Video locker 4-5 Stunden. Und ich hatte einfach die Zeit nicht und ich habe einfach gedacht, ich mache mal ein bisschen ein kleines Break und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber jetzt ist Pfingstrosenzeit, wie man hier auch sieht. Und diesen wunderschönen Pfingstrosengruß, da mache ich euch gleich nochmal ein Foto rein, den liefere ich jetzt gleich aus und hoffe, die Empfängerin, die freut sich genauso wie ich diesen Strauß toll finde. Und es gibt jetzt, der Grund meines Videos sind natürlich die Pfingstrosen. Es gibt eine Pfingstrosenhochzeit. Sorry, ich bin hier an der Straße, es fahren hier auch ein paar Autos. Und von dieser Pfingstrosenhochzeit, da zeige ich euch jetzt einfach ein paar Arbeiten, weil es ist jetzt so eine schöne Zeit. Aber das war jetzt nur die Einleitung. Weiter geht es natürlich dann im Laden mit den schönen Pfingstrosen. Ja, bis gleich im Laden. Da geht's weiter. Aber bevor es im Video weitergeht, muss ich euch noch mal was ganz Tolles über Pfingstrosen erzählen. Und das ist wirklich was, wo ich auch erst seit wenigen Tagen davon weiß. Ihr seht hier also wunderschöne Pfingstrosen, die schönsten Sorten. Und ich habe die per Post bekommen. Ja, die kam hier in diesem Paket von der Firma Don Peony. Nie gehört zuvor, aber ich bin begeistert. Und die kommen hier in so einem Paket und sind dann auch nachhaltig aus deutscher Produktion. Und die sind auch in Papier verpackt, ja, frisch geerntet, in Papier verpackt, kein Plastik, kurze Wege. Das ist natürlich super, sensationell. Und ich habe dann auch hier so die Flyer dazu. Und ich muss sagen, meine Begeisterung war wirklich groß, weil wenn du gerade mal hier näher kommen könntest, wenn man hier sieht, also wirklich diese tollen, ja, die Command Performance heißt die zum Beispiel, also diese tollen Sorten, die gibt es von dieser Firma hier. Und das ganz Besondere ist, also wir haben heute Morgen ein super nettes Telefonat geführt, die Familie Sauer und ich. Und das ganz Besondere daran ist, dass sie gesagt haben, dass sie für meine YouTuber auch was Besonderes machen wollen. Und ihr bekommt, wenn ihr über den Webshop, ja, mache ich euch nochmal den Link dazu rein, wenn ihr da bestellt, dann bekommt ihr als Fangemeinde von mir, bekommt ihr 5% Rabatt. Und der Rabattcode ist eigentlich ganz einfach, der ist nämlich Margit. Ja, schreibe ich euch alles nochmal rein. Und also diese tollen Pfingstrosen werden ganz frisch geschnitten, sind nicht aus dem Ausland, ist eine deutsche Produktion, ist in Unterfranken. Und ich habe das jetzt bis jetzt nur im Video gesehen, ich muss unbedingt hinfahren, es ist echt der Hammer. Ja, und wenn ihr jetzt so schöne Pfingstrosenarbeiten machen wollt, wie wir im Video auch jetzt dann zeigen, dann könnt ihr euch die ins Haus bestellen und ihr seid dann also völlig unabhängig wie weit und fern. Und noch geht es, aber ihr müsst euch jetzt ein bisschen beeilen. Die Pfingstrosenzeit, die geht jetzt bald zu Ende. Also ran an die Tasten, Rabattcode Margit und es gibt Wahnsinnssorten. Aber jetzt geht es gleich weiter im Video mit unserer Pfingstrosenhochzeit. So, ich bin jetzt in meinem schönen Laden angekommen. Habe gerade meinen Caddy ausgeladen und wir haben jetzt auch die ganzen Blumen wieder, diese wunderschönen Sommerblumen vor den Laden geräumt. Und das erinnert euch ja bestimmt an viele Videos mit diesen Dipladenien in dem schönen Balkonkasten.
Und es gibt den Lavendel, es gibt die tollen Engelstrompeten. Also es blüht und lebt hier. Und was auch ganz toll ist, ist, dass mein Bambus schon so schön treibt. Ich habe also einen riesigen Bambus. Man sieht, hier ist die Hausnummer. Der ist also gigantisch. Und wenn der jetzt die ganzen Blätter ausrollt, dann ist der wieder echt eine Pracht. Und ich war so, und ja, nach dem Einkauf ist vor dem Einkauf. Es sind schon wieder hier meine Großmarktkisten im Auto. Es gibt den ersten Knöterich. Ich habe so einen tollen, hohen Gladiolenstrauß mit Knöterich gemacht. Man sieht hier diese wunderschöne Struktur. Den nehme ich gleich mit in den Laden rein, zumindest mal eine Handvoll. Alles schaffe ich nicht. Ich habe nämlich nicht so große Hände. Und im Laden, ja, da haben wir jetzt viel Vorbereitung. Das ist jetzt hier mal der Hintereingang vom Laden durchs Treppenhaus. Wir haben hier ganz viele Vorbereitungen für Hochzeiten. Ja, hier wird also schon morgens das Grün geschnitten. Ja, da ist die liebe Eva. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, damit wir auch Grün für Sträuße haben. Und wir haben ja morgen eine ganz tolle Deko mit Pfingstrosen. Ganz vielen hellen Pfingstrosen. Und im Moment stehen hier noch so die einzelnen Blumen stehen jetzt noch in Eimern. Sieht hier diesen wunderschönen großen Eimer mit Pfingstrosen. Ist also alles in diesen pastelligen Tönen. Das heißt hier Matricaria. Das sind so kleine, ja, wie so Knöpfchen. Ist ganz süß. Diese wunderschönen Nelken, die müssen wir noch ein bisschen öffnen, ja. Bei Nelken darf man Geburtshilfe leisten. Das kann man so vorsichtig machen, dass die größer sind. Schönen Eukalyptus. Ich habe auch Olive dabei, die sehe ich im Moment nicht. Dann gibt es hier diesen weißen Rittersporn, Löwenmaul, Lilien, schöne cremefarbene Rosen, dass wir auch ein bisschen Rose dabei haben. Ja, und dann habe ich noch die letzten Ranunkel ergattert. Ranunkel erfreuen sich ja größter Beliebtheit für Hochzeiten. Ornithogalum, das ist eine Malvenart. Ja, und aus diesen ganzen Träumchen... Hier wartet auch schon die nächste Hochzeit, die ist also in Weiß und mit Rot und Bordeaux. Und hier gibt es noch ein paar Sträußchen, die haben wir dann auch schon gemacht. Sträußchen als Dankeschön zum Überreichen. Das sind also hier so kleine Sträußchen, jeweils die bunt, sommerlich und lebensfroh gestaltet werden sollen. Ja, und da werden wir uns jetzt dann mal ans Werk machen und diese schönen Blumen zu tollen Arbeiten verarbeiten. Ihr könnt gespannt sein. Dazwischen ein kleiner Hinweis noch zum Video, und zwar, es kommen ja immer wieder Materialien in meinen über, wie viele, 170, 180 Videos, wo ich eigentlich was gezeigt habe, auf das ich gerne verweisen würde. Ja, und jetzt habe ich zum Beispiel hier im Film habe ich auch Knöterich, und da habe ich einen ganz tollen Knöterich, einen langen Strauß mit Knöterich gemacht, und dann mache ich im Video einen Link oben, ja, wo dann der Video-Link und aber zu dem Knöterich, und das schreibe ich nochmal extra rein, werde ich dann im Abspann, kommen so verschiedene Bilder, und dann mache ich im Abspann am Schluss nochmal das Video von dem Knöterich rein, und wenn ihr dann im Abspann darauf klickt, dann könnt ihr dieses Video jeweils angucken. Ja, das heißt also Hinweis im, aber wenn ihr nicht unterbrechen wollt und nicht einfach springen wollt, sondern ihr sagt, oh, ich will das jetzt aber ganz zu Ende sehen, und dann im Abspann sagt ihr, ach, und das mit dem Knöterich, das könnte ich eigentlich auch noch gucken. Ja, und dann könnt ihr nämlich auf das andere einfach klicken, und dann werdet ihr automatisch weitergeleitet zu dem anderen, weil ich habe mittlerweile so viele Themen, und es ist irgendwie so schade, wenn ich nicht einfach diese Verknüpfungen schaffen kann. Und da habe ich gedacht, ich muss es eigentlich im Abspann, ich muss es mal anders organisieren. Ich arbeite auch immer an mir, und das ist mir irgendwie so aufgegangen, dass es eigentlich eine richtig, richtig tolle Verbesserung ist. Ja, also in dem heutigen Video, da mache ich das auf jeden Fall schon so. Und künftig, versprochen, auch. Ja, das nur so dazwischen. So, die Vorbereitungen laufen. Hier sieht man also jetzt die Steckmasse-Würfelchen. Ja, die Steckmasse, die ist jetzt im Eimer eingeweicht. Die schönen Table-Dekos, die wir als Basis nehmen für die Gestecke. Hier sieht man, oh, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, weil die Steckmasse muss wirklich ganz durchgeweicht sein. Die werden wir gleich nochmal ins Wasser werfen. Und hier machen wir auf den Untertellern die Gestecke. Und so sieht also die Grünbasis aus, die wir dann stecken. Und das ist jetzt die Vorbereitung. Und die Blumen kommen dann. Das ist dann hier so ein typisches Foto von, ja, nicht Foto, so ein Video von der Werkbank. Also es ist erstmal ein bisschen Chaos. Aber Vorbereitung ist immer super, super wichtig.
So, wir haben hier also ziemlich Arbeit und hier sieht man jetzt so schön den Unterschied zwischen so einem Besteck, dieser Rohling, den wir gezeigt haben, und Evas schönen fleißigen Händen. Ja, und die Blumen, die jetzt also alle für dieses Gesteck da sind, und aus dieser ganzen Pracht wird dann hier dieses hübsche Gesteck gezaubert. Ich finde, das ist ja, so schön zu sehen, was eigentlich aus diesem vermeintlich nur grünen Rohling wird, den wir hier stecken. Und ja, von diesen Gestecken zeige ich euch mal hier im Separé, wenn man hier mal so schön durch den Laden geht. Da haben wir jetzt auch schon ein paar fertig. Das sind hier die länglichen Tischgestecke. Ja, die sind dann mit Rittersporn, der hier so länglich gelegt ist. Und hier komme ich zum Thema Pfingstrose. Wir haben also diese wunderschönen großen Blüten und die müssen natürlich für das Gesteck offen sein, weil ich kann hier nichts anfangen für eine Veranstaltung mit geschlossenen Pfingstrosen, sondern die müssen wirklich Blüte zeigen. Und da kommt es auch nicht drauf an, wie lange die danach halten, sondern morgen zählt's, morgen wird geheiratet und dann müssen die echt toll aussehen. Aber wir arbeiten jetzt weiter und immer wenn es was Interessantes gibt, dann zeige ich euch wieder mal die schönen Arbeiten. Ja, gerade habe ich gesagt, die Pfingstrosen müssen offen sein für die Veranstaltung. Und hier sieht man also, wir haben hier ganz viele offene Pfingstrosen und es ist wirklich ein Traum. Und die Kugeln sehen nach nichts aus, aber damit können wir jetzt ganz toll arbeiten und haben hier richtig, richtig schöne Schätzchen gesammelt. So, der Pfingstroseneimer wird langsam ein bisschen leerer. Und ich zeige euch mal, wie wir das hier machen. Wir machen gesteckte Körbe mit Pfingstrosen. Wir haben ganz viele Pfingstrosenarbeiten. Wir nehmen hier so einen schönen Korb, der ist etwa, ich glaube, der ist 22 cm hoch, meine ich, vom Einkauf. Wir legen natürlich auf jeden Fall noch eine Folie rein und dann kommen Steckziegel rein. Und hier ist natürlich einer so schön in Entstehung. Ich laufe mal hier einfach um die Werkbank drumherum. Und es ist der Knaller, wenn man Pfingstrosen hat, dann braucht man eigentlich gar nicht so viel machen und man hat schon eine wunderschöne Wirkung. Das ist jetzt die Entstehung so eines gesteckten Korbes, der für diese Hochzeit morgen gemacht wird. Und nicht nur Pfingstrosen, sondern auch Lilien kommen rein. Es ist der Rittersporn, ist natürlich auch sehr schön sommerlich mit seiner weißen Blüte. Und Chinaschilf. Ich sage ja immer, Chinaschilf ist für vieles gut, nicht nur für solche Arbeiten, weil der macht sich wunderschön in den Körben. Und im Herbst haben wir, nee, im Frühjahr haben wir das gemacht, da haben wir den ja gewickelt zu Kränzen. Also der lässt sich rund ums Jahr wunderbar gebrauchen. Das ist jetzt mal so ein kleiner Zwischenschnitt. Es gibt hier noch für Stehtische, gibt es auch Gestecke, die habe ich noch angefertigt. Die werden noch, ja, so links und rechts kommen die vom Eingang. Da zeige ich mal morgen in der Location, wie die stehen. Und dann gibt es noch, das zeige ich euch noch mal in unserem Separé, für die Stehtische. Da gibt es noch sogenannte Mini-Sushis. So, hier, das sind Mini-Sushis. Das ist so ein kleines Sushi, die Steckmasse. Und das ist dann so gestaffelt gesteckt mit Olive. Das ist verwandt mit der Kamille, Matricaria, Schleierkraut. Hier ist auch eine sehr schöne Malvenart. Und weil das so hübsch ist, da haben wir hier das Sushi mit einer Efeuranke umwickelt und mit einem Bändchen geknotet. Und weil sie so hübsch sind es natürlich nicht nur eins, sondern nein, es ist gleich viermal bestellt. Ja, hier sind schon mal die Sushis fertig. Aber die gesteckten Körbe sind in Arbeit. Und ach, ich muss mal hier runtergehen unter den Tisch. Hier sind jetzt die Tischgestecke in rund. Ja, das sind zwei runde. Und dann haben wir hier noch die ganzen länglichen. Ja, und vorne klingelt schon wieder das Telefon. Also, es ist Action und wir haben echt zu tun heute, weil wir haben natürlich nicht nur die Sachen, sondern wir haben auch Abschlussballsträuße. Da muss ich mal schnell die Namenszettel rausmachen. Das ist nochmal hier in Rosé-Tönen. Und das ist dann noch so ein bisschen, ja, sag ich mal, sehr wiesig. Und hier ist nochmal in so zarten Tönen mit Bartnelke. Also es sind vier Abschlussballsträuße, die allein von uns kommen. Ich freue mich, dass wieder gefeiert werden darf. Das ist auch, sind ja diese Dankeschön-Sträußchen. Also es ist toll. Das Leben erweckt. Und das ist auch ganz toll so. Das finden wir total klasse. Guten Morgen, liebe YouTuber. So, es ist ein Tag später jetzt. Wir haben gestern die ganzen
gefertigt und nach dem Einkauf und nach der Produktion ist vor dem Einkauf, nein, vor der Produktion der nächsten. Ich bin jetzt mal heute Morgen wieder früh morgens in den Großmarkt gefahren und heute müssen wir tatsächlich die nächste Hochzeit anfertigen. Die Pfingstrosen-Hochzeit, diese schönen Werkstücke, die werde ich heute ausliefern. Da nehme ich euch nachher mal mit in die Location und zeige euch mal, wo wir die dekoriert haben. Und die Pfingstrosen, die haben so viel Wirkung gemacht. Es war echt der Hammer, wie toll die in so einem Werkstück sind und was für riesige, große Blüten die haben. Also das hat schon echt sehr, sehr viel Spaß gemacht gestern. Obwohl ich das Filmen natürlich so ein bisschen einfach rausgeknapst habe. Und weil wir mussten einfach arbeiten, weil wir so vielerlei Aufträge hatten. Ja, ansonsten wollte ich noch mal sagen, so kurz dazwischen, ihr werdet ja wahrscheinlich meine Haare kommentieren, die langen Haare, die haben mich einfach genervt. Und das war so, die hingen nur rum und ich habe die natürlich fürs Video ab und zu gestylt und viel reingemacht und sie waren nichts. Sie mussten ab. Ich war vorgestern beim Friseur und habe gesagt, so, jetzt einfach die Matte ab, es ist wieder Sommerschnitt und es geht mir wieder total gut und egal, ob ihr jetzt die langen Haare besser fandet oder nicht, mir geht's besser damit. Und deswegen musste das jetzt einfach so sein, das wollte ich einfach mal nebenbei noch sagen, weil ja immer so einige Kommentare sind. Ja, und ich sag einfach jetzt, die Pause hat gut getan, so ein bisschen mal 3 Wochen ohne Videos machen. Aber ich freue mich wieder total und ich habe schon wieder so schöne neue Themen im Hinterkopf. Und es bleibt spannend und es lohnt sich auch immer dran zu bleiben und meinen Kanal zu abonnieren und nichts zu verlassen. Aber jetzt gehe ich dann, der Caddy ist jetzt hier voll, der ist randvoll und ich glaube, ich weiß nicht, man sieht es gar nicht, aber ich kann im Rückspiegel nichts mehr sehen. Ich habe Gott sei Dank ganz große Spiegel links und rechts, aber ich habe jetzt so viele Blumen bis zur Decke hinten getürmt. Also diese Kisten, weil die Blumen liegen ja alle in den Kisten. Ich kaufe die nicht auf Wasser stehend in den Eimern, weil dann würde ich die überhaupt nicht ins Auto reinbekommen, sondern liegen alle in den Kisten drin. Dadurch, dass die ja frisch angeschnitten werden, sind die Wasserwege wieder frei und dann ist es auch überhaupt kein Problem, dass die mal so 2 Stunden oder so oder 3 Stunden ohne Wasser sind. Wir gehen jetzt wenn wir in den Laden kommen und wir haben ja dann ungefähr 10 Kisten Blumen, so schnell können wir gar nicht anschneiden, dann stellen wir Eimer hin, stellen die alle in die Eimer rein und wenn die Kunden dann kommen, dann haben wir die alle in Eimern stehen, dann sind die zwar noch nicht geputzt, aber wenn die dann sagen, ich hätte gern gelbe Rosen, dann sind diese gelben Rosen natürlich auch ganz toll griffbereit. Ja, und das ist ja das Wichtige. Sie sind wasserversorgt, sie sind griffbereit und wir können uns dann nach und nach durcharbeiten durch die vielen Eimer. Das schafft uns natürlich sehr viel Flexibilität. Ja, aber jetzt bin ich schon hier auf dem, man merkt, es holpert ein bisschen. Wir sind hier in der Königsteiner Altstadt und ich bin jetzt hier wieder auf diesem charmanten Kopfsteinpflaster, was jetzt hier natürlich diesen schönen diesen Effekt hat. Und ich bin jetzt einfach gleich im Laden und dann geht es nachher weiter in der Location, beziehungsweise einmal muss ich wahrscheinlich mal kurz an den Eimern entlang filmen und euch zeigen, wie viele schöne Blumen ich wieder geholt habe und was heute wieder die Nachlieferung ist, weil das ist echt toll. Also, bis gleich!
Ihr Lieben, ich bin zurück im Laden und ich kam leider nicht mehr dazu, noch viel mehr zu machen. Deswegen habe ich euch die Bilder vom Restaurant und von dieser tollen Location einfach mal gezeigt, wie schön die Pfingstrosen dort wirken. Und hier seht ihr, die nächsten tollen Pfingstrosen sind im Laden. Und wir haben natürlich wieder viele Kunden, die auch diese schönen, schönen Blüten nachfragen. Und ja, gibt hier noch mehr. Es ist immer rückwärts mit der Kamera schwer zu filmen. Aber das war jetzt mal so ein kleiner Eindruck und es kommen wieder schöne Ideen. Und im Abspann, da zeige ich euch jetzt, also wenn ihr im Abspann jetzt drauf bleibt auf dem Video, da kommen dann die Videos auch mit, ich werde es nochmal, habe es am Anfang auch schon mal gesagt, da kommen die Videos zum Beispiel, als ich den Knöterich gezeigt habe, oder wenn Sachen sind, die ich im Video, wo ich sage, ach guck mal, da gab es auch nochmal was, wo ich mit dem Material was gemacht habe, dann müsst ihr einfach dranbleiben und im Abspann, da könnt ihr dann auf die anderen Videos klicken, zu denen ich dann was gesagt habe. War das jetzt logisch? Okay, ich hoffe. Es ist Abend. Ich bin einfach kaputt. Ich wünsche euch viel Spaß und genießt die Pfingstrosen, genießt die Zeit. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss!